Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr und das sind Favoriten. Ich werde euch heute die Sachen zeigen, die vielleicht mich nicht so zu hundertprozentig überzeugt haben. Das ist ja ein Unterschied, aber die ich trotzdem weiter verwendet habe. Und diese Sichtweise ist ja auch irgendwie interessant, weil ich bin halt schon jemand, ich probiere viele Sachen aus. Und wenn ich Produkte häufiger anwende und da irgendwie ein bisschen mit einer Selbstverständlichkeit rangehe, dann haben die halt schon ihren Stellenwert, würde ich sagen. Und wir legen jetzt einfach mal los, so wie wir üblich immer loslegen, mit den Dingen, die ich euch nicht in die Kamera zeigen kann. Eine Sache, die findet auf meinem Zweitkanal dann statt, der hat nämlich auch ein neues Banner bekommen. Und da erzähle ich mal alles rund um das Thema, so die Reise, die ich jetzt ja in dem Jahr angefangen habe. Und ich möchte euch dazu zeigen, dass euch doch was in die Kamera halten kann. Das hat natürlich mit dem Buch zu tun und das ist auch ein erstklassiges Buch, wenn ihr, wie ich, erstmal ein ADHS-Verdacht habt oder ihr vielleicht eine Selbstdiagnose an euch gemacht habe, weil es sieht in unserem Gesundheitssystem gerade nicht so gut aus. Und da sind Selbstdiagnosen eigentlich auch ganz wichtig. Aber es sollte nicht nur bei der Selbstdiagnose bleiben. Bei mir war es ja so, dass mir meine Therapeutin Anfang des Jahres gesagt hat, beschäftigen Sie sich mal mit der Diagnostik. Die hatte ich dann Ende Oktober und ich habe ADHS ohne Hyperaktivität. Aber das war auch nur eine Momentaufnahme, kann man an der Stelle sagen. Das Buch hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen, aber auch Social Media, kann man sagen. Social Media ist einfach ein richtig toller Platz, eben um sich zu informieren, um Erfahrungsberichte zu sich anzuschauen, um zu merken, ah, ich bin ja gar nicht alleine. Ah, bei der ist es ja auch so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und ich bin natürlich immer noch in dem Stadion und werde es auch noch eine ganze Weile bleiben, wo ich Dinge erstmal lernen darf, Dinge erstmal verstehen darf. Aber jetzt weiß ich halt auch, bei mir ist alles in Ordnung. Meine Gehirnchemie ist halt einfach eine andere. Und das nennt sich ADHS. Und die Diagnose, man sagt ja von Diagnosen meistens, sie sind negativ, aber die Diagnose war insofern für mich positiv, dass sie eben ein Verständnis dazu gebracht hat, was bei mir anders läuft. Und anders muss nicht immer schlecht sein. Und da gibt es halt richtig viele und gute Leute. Und ich habe auch schon Videos angefangen, einmal vor der Diagnose und jetzt eben auch nach der Diagnose. Und ja, ADHS überschattet halt mein Leben. Und das soll hier aber auf dem Kanal gar nicht so feste das Thema sein. Dafür ist eben Platz auf meinem Zweitkanal. Und auf meinem zweiten Instagram-Profil, falls du das noch nicht kennst, muss man gucken, ob ich hier irgendwie den QR-Code nochmal einblende. Falls du Bock hast, guckst du einfach mal rein. Und wo wir bei dem ADHS-Thema schon sind, wir ADHSler sind ja meistens, wir haben keinen Reizfilter. Und solche Sachen wie Noise Cancelling kann da wirklich helfen oder einfach nur ein Podcast auf die Ohren. Noise Cancelling ist aber das A und O, ne? Also muss man an der Stelle auch sagen, es gibt bessere und schlechtere. Meiner ist jetzt von JBL, aber da gibt es auch von Bose richtig tolle Sachen. Und das ist halt das Geile, das ist nicht komplett abgeriegelt, das wäre auch schlecht, dass du gar nichts mehr hörst. Aber es ist so ein bisschen alles zurückgenommen und ist es besser für einen Filter, habe ich schon gemerkt. Ne? Also je häufiger ich das drauf habe, desto besser. Aber du darfst dich auch nicht zu sehr an das gewöhnen. Ne? Also das kann auch negativ sein. Ich habe ja mal eine Ausbildung als Hörgeräteakustikerin gemacht. Und da hat man mir beigebracht, je empfindlicher du das Gehör machst, desto schlechter ist es auch für dein Gehör. Und natürlich eben auch für dein Nervensystem. Und in Situationen, wo ich halt eben meine Ruhe brauche, packe ich das drauf. Ich habe eine Ausbildung jetzt angefangen als Social Media Marketerin und ich lasse halt meistens alles über den Noise Cancelling Kopfhörer laufen und das passt schon richtig gut. Also das war schon eine richtig tolle Investition, die aber über Payback-Punkte bezahlt wurde, was richtig geil ist.
Ja, so viele Punkte hatte ich, aber hätte auch in echt, glaube ich, 70 gekostet oder so. Weiß nicht, ob ich da zu geizig gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auch das ist wirklich ein Favorit. So, mein Pony ist ein bisschen verwurstelt. Zwei Schuhe, die ich in dem Jahr halt auch richtig viel getragen habe, war einmal das hier. Ne, also es lohnt sich einfach wirklich, mal ein bisschen mehr Geld für so Schuhe auszugeben, um die nicht nur ein Jahr zu tragen, sondern halt ein bisschen länger. Der hier ist schon fast ein bisschen abgelaufen. Ich denke, ich werde mir sowas in der Art wiederholen, wenn die halt wirklich den Geist aufgeben. Sommer kann ich natürlich im Winter nichts anfangen. Und ich habe mir jetzt vor kurzem beinahe ein neues Paar gekauft für runtergesetzt. Gerade habe ich gesehen bei Momox Fashion 90 Euro. Die wären lila gewesen. Und nein, ich habe nicht zugegriffen, ne? Weil es waren ein paar Ausgaben in letzter Zeit, die waren dann schon ein bisschen heftiger. Und ein zweites Paar Docs wäre jetzt nicht so notwendig gewesen. Deswegen liebe ich die umso mehr, weil die sind halt auch 1A eingelaufen. Und das ist bei so Schuhen einfach wichtig. Wenn du so neue Dinger kaufst, kannst du dich darauf gefasst machen. Du musst erstmal eine Weile lang die einlaufen und du hast mega aufgerissene Fersen auch danach. Ich hatte blutige Zehen, aufgerissene Fersen, bis sie dann wirklich eingelaufen waren. Und jetzt sind sie es und ich kann. Ohne die Schuhe kann ich schon gar nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Ja, das sind Lederschuhe und bei Leder ist es bei mir so, dass ich, wenn ich gebrauchtes Leder kaufe, dann greife ich auch gerne zu solchen Sachen. Weil so ein Schuh ist halt eben auch langlebig und ja, ich werde mir da definitiv noch ein paar holen, wenn es mir wieder ein gutes Angebot gibt. Also bei den Lilanen, dann tut mir schon ein bisschen weh, aber ich habe ja die hier, ne? Kommen wir zu etwas, was ich nicht nur bei Regen anziehe. Mein Regenmantel. Denn der ist gelb und das Positive an der Geschichte ist halt, sie ist gelb und ich fahre also morgens durch den dunklen Wald oder auch zu Fuß gehe ich zum Fitness und der hat das Positive, der hat hier Reflektors, ne? Richtig gut. Und du wirst halt mit so einem gelben Mantel einfach besser gesehen im Dunkeln. Und immer wenn ich jetzt durchs Dunkle latsche, dann habe ich den halt auch an. Der ist richtig nice, der hält richtig gut Regen ab und ist gleichzeitig ein bisschen wärmer, was ganz cool ist, gerade wenn du nass wirst. Hast du eben auch so ein bisschen dieses Vlies, was da drin ist. Das ist nachhaltig, das ist von der Marke Blutsgeschwister. Ich habe 45 Euro dafür bezahlt, weil das bei Selby falsch einsortiert war. Also keiner konnte was mit der Marke anfangen. Das war als einen namenlosen Regenmantel da gelistet und ich habe halt gleich gesehen, ah, das ist das Symbol von Blutsgeschwister. Der greift jetzt mal zu. Und im Nachhinein habe ich halt gesehen, was so ein neues Teil kostet. Und der war halt fast neu, als ich den geholt habe. Für sage und schreibe 45 Euro, da kann ich echt nichts sagen, weil der hat echt eine saugute Qualität und beweist mal wieder, was Secondhand alles kann. Da kannst du nämlich so richtig schöne Fundstücke finden. Mein ADHS-Kopf vergisst ganz oft Dinge. Ne? Also ich merke mir zum Teil, gerade wenn ich auf Amazon Sachen sehe und interessant finde, merke ich die mir halt eben in meiner Wunschliste. Und dann packe ich mir die da drauf, rechne aber gar nicht damit und habe dann in dem Moment auch vergessen, dass diese Wunschliste öffentlich ist. Und da ist tatsächlich dieses Jahr jemand hergegangen und hat mich hart überrascht, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin. Und im Juni war auf einmal diese Uhr im Briefkasten und ich weiß heute immer noch nicht, von wem die ist. Derjenige, der sie mir gespendet hat, hat sich nicht geoutet. Hier nochmal wirklich Dankeschön. Wie du ja siehst, trage ich die Uhr einfach mal regelmäßig, kann man schon so sagen. Und bei den Uhren ist es aber so, wenn du dich für die goldene interessierst, die verfärbt sich definitiv. Ne? Also ich habe ja eine goldene mit Lila gehabt. Und ja, habe ich ja keine Batterie mehr reingemacht, weil ich sie einfach auch vergessen habe. ADHS vorbildlich. Solche Sachen vergisst man dann halt auch gerne und so Batterien laufen halt dann gerne auch in Uhren aus.
Ich würde mir jetzt keine goldene mehr holen, aber die silberne, die ist halt echt over the top und ich liebe die. Bin dann gar nicht davon ausgegangen, hey, dass da jemand meine Wunschliste anguckt und dann auf einmal mir dieses Teil bestellt. Ich bin da immer noch so, wow. Und so Geschenke, die halt man sich wirklich von Herzen wünscht und die man halt eben auch brauchen kann. Das sind halt einfach die allerbesten Geschenke. Am meisten bestellt habe ich in dem Jahr tatsächlich bei Selpi. Selpi ist in, lass mich jetzt kein Blödsinn reden, in Schweden, glaube ich. Also ist auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und Selpi hat, also ich greife nicht nur auf Selpi zurück, weil Selpi hat halt eben auch Nachteile. Und das ist zum einen Portokosten, wenn du Sachen zurückschickst, musst du auch Portokosten zahlen. Und aber das Geile ist, die Preise sind super. Du findest richtig ausgefallene Sachen. Du kannst dir einen richtig tollen Stil bilden. Aber dafür sind halt die Sachen zum Teil halt auch wirklich verschlissen. Also die nehmen tatsächlich alles an und unterteilen das in sehr gut, gut und akzeptabel. Und bei den akzeptablen Sachen musst du aufpassen, wirklich. Da musst du wirklich gucken. Und bei Schuhen habe ich halt einfach gemerkt, und bei Jeans greife ich immer noch gerne zu Momok Fashion zurück. Die haben ihre Regeln natürlich auch geändert, weil es zum Teil halt wirklich ein bisschen ausgenutzt wurde. Also die Leute haben sich einen Teil bestellt, haben das eventuell angezogen und dann wieder zurückgeschickt. Geht halt auch nicht, ne? Und Momok Fashion ist, glaube ich, nicht mehr komplett portofrei. Ich weiß es jetzt nicht mehr 100%. Aber Schuhe hole ich mir dann lieber auch bei Momok Fashion, weil ich halt einfach immer nicht weiß, so, ah, in was für einem Zustand ist der? Also da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der Zustand von einem Schuh mindestens gut ist. Und bei Hosen ist es aber bei mir so, von, ich sag immer so lustig, von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Und es ist tatsächlich so. Und da greife ich halt gerne lieber bei Momok Fashion dazu, kann mir da ein paar bestellen und gehe davon aus, wenn ich Glück habe, passt mir vielleicht 2 oder höchstens eine. Und da ist dieses Risiko nicht so hoch. Ne? Also gerade wenn ich Jeans bestelle oder so, ist bei mir echt kriminell, muss ich sagen. Aber so Momok Fashion ist halt nicht so wirklich stilgerecht. Und ich finde eher bei Selpi Sachen, die so meinen Stil aufwerten, so die Grundsachen, hole ich mir halt lieber immer noch bei Momok Fashion. Aber bei Selpi habe ich halt wirklich häufiger bestellt und werde das, denke ich, auch 2024 tun. So, jetzt hoffe ich, liege ich nicht falsch, aber ich glaube, diese Serie ist dieses Jahr rausgekommen. Ich glaube schon. Und zwar hat Isana nachgezogen und hat eine Wirkstoffreihe rausgebracht. Zum Teil gab es die Sachen schon und die Sachen sind halt umgebrandet worden und sehen halt einfach echt fester aus. Oder, also gerade der Liquid Hydrator, der sah vorher aus wie so ein Desinfektionsmittel oder so von außen. Und der hat eben auch das ähnliche Branding, also der ist auch blau. So das Glycerin-Serum aus der Serie finde ich halt richtig geil. Oder eben auch das Niacinamid-Serum. Das teste ich hier noch aus. Das ist eine Creme. Und da hat man sich gewünscht, dass ich die Creme eben mit der von Balea und der von No mal vergleiche. Und die von der No habe ich eine Probe da. Das werde ich dann im neuen Jahr tun, definitiv. Aber das hat mich schon richtig geflasht, die Isana-Sachen. Schade, dass ich halt keinen Rossmann vor Ort habe. Aber die lohnen sich wirklich, die mal anzugucken. Ihr könnt natürlich nicht davon ausgehen. Gerade zum Beispiel gibt es ein Acelensäureprodukt, aber auch da sind zu wenig Prozent drin. Bei Acelensäure ist es halt relevant, wenn es halt wirklich 10% sind. Auch bei den Ceramiden gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das jetzt in krassen Mengen da enthalten ist. Das kann der Preis einfach nicht hergeben, ne? Also da kann man sich immer noch im Internet irgendwie bei anderen Firmen umgucken. Aber das Glycerin, Gamechanger, aber verträgt halt auch nicht in jeder, was halt eben 15% sind. Aber ich werde bei der Reihe definitiv auch im nächsten Jahr wieder zuschlagen. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen, ihr wisst ja, ich mache eine Aufbrauch-Challenge und ich muss ein bisschen
die anderen Sachen mal aufbrauchen, die gerade da sind. Und ich habe gerade einen No-Advents-Kalender gehabt, also da ist einiges da, wenn man so ein bisschen hinter mich guckt. Da geht einiges. So ein typisches Beispiel dafür, dass Favoriten nicht unbedingt die Produkte sein müssen, die du unwahrscheinlich gerne hattest, aber die trotzdem ihre Daseinsberechtigung haben, das kaufe ich mir immer wieder nach. Ist nicht ganz perfekt für meine Haut, aber besser wie das Hellblaue, lustigerweise, weil das Hellblaue rollt bei mir vom Gesicht runter. Und das ist auch noch ein bisschen günstiger, also ich kaufe mir das halt in regelmäßigen Abständen nach. Das ist jetzt eine neue, meine im Bad ist fast leer. Und denkt daran, auch im Winter brauchen wir Sonnenschutz, weil UVA-Strahlung geht dann einfach auch durch Fensterscheiben durch. Und auch wenn wir die Sonne nicht sehen. Ne? Also es gibt immer noch Leute, die sich dagegen wehren. Aber macht's. Es kostet euch doch überhaupt nichts. Und die kostet um die 5 Euro. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber es ist in Ordnung. Es gibt bessere, muss ich an der Stelle sagen, die aber auch teurer sind. Aber das ist so mein, kaufe ich immer, weil es funktioniert irgendwie für mich. Ne? Und die Haut ist nicht so speckig. Also sie fühlt sich mal nicht so speckig an wie bei anderen Produkten. Und sie hat ihre Daseinsberechtigung. Und ich habe sie das ganze Jahr, immer dann, wenn ich andere Produkte nicht getestet habe, ich habe sie das ganze Jahr verwendet. Als letztes gibt es Düfte. Und ich hätte bei dem einen Larif nicht gedacht, dass das auch eben ein Parfüm sein wird, was ich regelmäßig verwende. Weil als ich habe das blind gekauft, ich habe gesehen, ah, der DM hat ja so kleine, das ist ja voll geschickt. Weil das ist schon geschickt. Wenn du ein bisschen rumprobieren möchtest, dann sind die kleinen immer besser als die großen. Weil die großen sind halt schon richtig groß. Ne? Und da hast du so einen frisch gewaschen Duft, der ist halt schon angenehm und bleibt auch länger an der Haut. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Duft da dahinter steht, weiß ich nicht mehr, weil das sind ja auch Duftzwillinge. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich ein Teil wird, was ich regelmäßig verwende. Genauso die 179. Bin jetzt auch gerade schlecht vorbereitet und weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist wieder irgendein Lancôme-Duft oder so. Ich habe einfach festgestellt, so meine Nase liebt Lancôme, ne? Also da geht echt einiges. Das liebe ich, verwende ich regelmäßig. Bin mal gespannt, wenn meine Nase mal wieder von der 179 genug hat, weil das ändert sich bei mir schon auch regelmäßig. Ja, und Larif Cute habe ich ja jetzt schon eine ganze Weile. Ist, glaube ich, auch schon halb leer. Ja, ist halb leer. Aber ich könnte mir bei dem, weil ich das echt gerne mag, vorstellen, dass ich mir das einfach nachkaufe. Weil das ist echt toll. Das arbeitet auch auf der Haut. Nicht in jedes Parfüm von Larif hat die gleiche Qualität. Ne? Es gibt echt welche, die in der Kopfnote richtig scheiße riechen oder dann auch schnell verflogen sind. Ich zahle inzwischen für die, glaube ich, 9 Euro oder so runtergesetzt. Gibt es immer wieder bei Rossmann, müsst ihr mal gucken. Und auch das habe ich eigentlich so 2023 richtig hart gefeiert und war regelmäßig bei mir halt an der Haut sozusagen. So, ich werde jetzt in die Pause gehen. Ich bin aber nicht komplett in der Pause. Ihr seht mich immer noch auf Social Media, also auf Instagram. Ich habe zwei Profile. Ich werde die euch mal hier beide verlinken. Ihr habt den QR-Code. Wenn ihr da mit dem Handy drüber geht, seid ihr direkt auf meinen Profilen. Und ein Profil geht natürlich, handelt sich natürlich um ADHS. Wenn du da gar kein Interesse dran hast, folgt dem einen Profil nicht. Es gibt immer noch die kleine Coco. Die kleine Coco 2 ist eben so der Ableger davon. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bis Februar erstmal nicht hier auf dem Kanal. Ich werde sowieso um den 15. Februar wieder einsteigen. Und ich freue mich jetzt erstmal auf die Pause und YouTube mal nur als Zuschauer zu genießen. Ich sage danke, dass ihr meine Zuschauer wart. Habt ein frohes neues Jahr. Passt auf euch auf und wir sehen uns im Februar wieder. Macht's gut. Ciao.